Oh, ich sterbe. Fuck, mein Kopf. Ich sterbe. Fuck, Mann. Welcome back zu einem weiteren Video auf unserem Kanal und heute befinde ich mich tatsächlich nicht in Hamburg, sondern in einer Stadt, die auch fast so viele Einwohner hat wie wir. Ich glaube fast dasselbe, 1,7 Millionen Einwohner und zwar in Budapest. Was mache ich hier eigentlich? Und zwar bin ich hier tatsächlich nicht in eigener Interesse hier, wobei es hier wirklich sehr, sehr schön ist in Budapest. Denn wir feiern hier dieses Wochenende einen Junggesellenabschied und ich nehme euch in diesem Tag mit, ob es ein Full Day of Eating wird, ein Cheat Day, wie auch immer, wir werden sehen. Eigentlich würde das perfekt dazu passen, denn unsere Cheat Day Worldwide Liste ist noch lange nicht abgedeckt und Budapest, glaube ich, passt da perfekt rein. Und für diejenigen, die sich fragen, wo Budapest liegt, natürlich in Bulgarien. Spaß beiseite. Wir sind hier in Ungarn. Wir sind, wie gesagt, nur noch zu dritt oder erst zu dritt. Die anderen Jungs kommen heute Abend. Ich glaube, ich mache daraus so einen gesamten Cheat-Day, Full-Day, Puff-Vlog. Ich probiere, so weit es möglich ist, überall mitzunehmen, wo ich euch mitnehmen darf. Denn es wird, denke ich mal, wirklich ein verdammt spannendes Wochenende. Der Junggeselle ist noch nicht mal am Start und wir sind schon stramm, Freddy und ich hier, CEO von Musclehammer. Er hat sich schon zwei Kurze am Flughafen reingeballert. Das war unser Frühstück, wir haben nichts gegessen, es gab zwei Shots. Wie groß waren die? Boah, das waren dann nur zwei oder was? Doch, ist groß. Zwei 0,4er Shots erstmal gegönnt. Als Frühstück und jetzt haben wir eben gefrühstückt, einen schönen Burrito um 3 Uhr nachmittags in Budapest. Ich glaube, das wird ein schöner Junggesellenabschied. Es fehlt nur noch Marcel, der Gute. Eins muss man ja Budapest lassen, die Locations für Fotos, wie jetzt mein Account, also allgemein Social Media Freaks, Fashion Freaks, Fashion Tapia Freaks, brutal Leute, schreibt mir in die Kommentare, Hashtag Budapest, wenn ihr schon mal hier wart und wenn ihr vielleicht fürs nächste Mal ein paar geile Tipps habt, wo man auf jeden Fall sein sollte. Wasser brauchen wir nicht, wir brauchen nur Wodka, das war's auch. Ich brauche auf jeden Fall was Süßes, sonst verrecke ich gleich. Ich bin total unterzuckert. Safe, safe. Und die zwei auch noch. Müsst ihr euch mal vorstellen, die Monster liegen hier bei 1,20 Euro, glaube ich. Bei uns in Deutschland 2,50 bis 3 Euro fast, ne? Das Problem bei diesen Buden ist, dass wir 12 Schlafplätze haben und ungefähr 11 Besucher. Das bedeutet, einer von euch Jungs muss den Arsch hinhalten heute. Bier ist zwar schön und gut. Aber natürlich zum Anstoßen, wenn der Junggeselle gleich auftaucht und noch gar nicht weiß, dass wir drei schon am Start sind. Der ist nämlich jetzt gerade noch mit den anderen 7 Jungs oder 6 Jungs unterwegs oder beziehungsweise schon in Budapest gelandet. Wollen wir natürlich mit was schönem Klarem anstoßen. Was denn die? Und 6100 Kalorien. Ich habe quasi verbrannt für 2 Tage. Oh,
ich sterbe. Fuck, mein Kopf. Digga, fucking Gay Porn hier. Ich geh doch nicht Paintball spielen, Alter. Seid ihr denn behindert? Ich will das Frühstück, was ist hörst du denn? So ein. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie verkatert sind wir? 12. 15. Ich nehme extra Handtuch weg, damit Oberkörper frei ist. Digga, das war hier oben. Got me loving in the morning. Got me singing in the pouring rain. Got me wrapped around a finger. Perfect in the palm of your hand. Ich habe keine Ahnung, wie anstrengend so ein Junggesellenabschied sein kann. Viel Bewegung, wenig Schlaf, viel Alkohol und bestes Wetter hier bei uns in Budapest. Also wirklich, haben wir echt Glück gehabt. Eigentlich sollte das heute den ganzen Tag regnen. Ich bin gut verkatert, aber heute geht's weiter. Und ich meine, solche Ausnahmen kann man machen, auch trotz des Fitness-Lifestyles. Soll hier keine Ermutigung sein, für jemanden zu trinken oder so, aber nichtsdestotrotz, lasst euch eure Freude nicht nehmen. Und wenn ihr da Lust mal drauf habt, ja, lasst euch da nicht fertig machen. Und genauso verschwinden jetzt nicht eure, sag ich mal, oder erleidet ihr einen Muskelschwund aufgrund dessen. Wie gesagt, keine Ermutigung, wenn es bei mir hochkommt, sage ich, denke ich mal, sind es so. Hört, hier ist gerade eine Show am Start. Also ich trinke im Jahr, würde ich sagen, so 5-mal ungefähr. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr überhaupt Alkohol trinkt oder jemals getrunken habt oder nicht, oder wie oft ihr Alkohol trinkt. Kann man sowas überhaupt erzählen? Natürlich kann man sowas erzählen. Man muss alles erzählen. Fünf. Weißt du warum? Weil man es kann. Fünf. Vier später. Und einige Zeit in der Sonne. Ich hab Farbe bekommen, ne? Schreibt mal in die Kommentare, Hashtag. Phönix aus der Asche, seine Lungen sind voll Staub. Warum? Weil das kann. Übertreibt, Digga. Auf jeden Fall haben wir eine sehr schöne Zeit hier. Es ist schön. Abschließend gesagt, meine Freunde, auch wenn wir den Fitness-Lifestyle so verkörpern und leben, und möchte ich in dem Video einfach nur zeigen, dass auch ich als Beispiel trotz allem ein bisschen Alkohol trinke. Es ist zwar, wie gesagt, nicht regelmäßig, nicht jedes Wochenende oder sonst was. Ich weiß, wir haben einige jüngere Zuschauer auch hier unter uns. Von daher, das soll keinesfalls eine Animation sein zum Alkoholkonsum. Versteht das bitte gar nicht falsch hier in diesem Video. Sollte einfach nur ein bisschen Entertainment sein. Und lasst jetzt nochmal abschließend in den Kommentaren ein paar liebe Worte für den Marcel da, denn der junge Mann, ja, ist schon verheiratet, habe ich erfahren. Ich habe ihn 5 Jahre nicht gesehen, das ist hammerhart. Also, waren 2 unvergessliche Tage. Schreibt mal ein paar schöne Worte für ihn in die Kommentare, er wird sich bestimmt riesig freuen. Wie hat es dir gefallen? Digga, ich komm hier nicht mit Video. Ja, doch. Wie hat es dir gefallen, mein Lieber? Ja, war schön, 2 Tage, ne? Riesenüberraschung. Ihr habt es gesehen, ich habe gesagt, alles aufgenommen. Ja. Winter in Deutschland. Und Frühsommer in Budapest. Großartig. Also, lasst mal ein paar schöne Worte für Marcel da. Und ja, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, 2 wunderschöne Tage, wenig Schlaf. Ich glaube, 48 Stunden haben wir 5 Stunden insgesamt geschlafen. Also, alles richtig gemacht, voll ausgekostet. Wir waren 2 Wochen hier. Ja, gefühlt 2 Wochen. Gefühlt 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal.